Was geht ab, Freunde, Supporter? Willkommen zu einer weiteren ehrenhaften Folge Ghost of Tsushima. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wie immer, dickes Dankeschön an alle ehrenhaften Supporter unter euch, die mich hier unterstützen bei dem Projekt. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ja, lasst mich das gerne wissen, was ihr gerne noch sehen wollt hier im Spiel. Ich meine, wir sind ja noch am Anfang, aber wir werden bestimmt noch einiges abklappern hier. Ja, Story, ein paar Nebenmissionen und so weiter, so wie jetzt hier. Ja, das ist ja auch nur eine Nebenmission. Jetzt werden wir erstmal checken, ob die beiden noch leben. Hoffen wir es natürlich. Ihr könnt auf jeden Fall mal die Videobeschreibung abchecken. Folgt mir gerne auf Instagram, Twitter und Twitch. Ja, da streame ich ab und zu. Auch das Microsoft-Event, was jetzt am 23. Juli ist zum Beispiel, da werde ich auf jeden Fall das streamen. Wird wahrscheinlich mitten in der Nacht sein, aber egal, scheiß drauf, Freunde. Scheiß doch drauf. Und gerne auf jeden Fall auch mein Partner Instant Gaming abchecken. Falls ihr günstig Games Guthaben braucht, zum Beispiel PSN-Guthaben, bis zu 10% sparen. Gewinnspiel läuft ja auch, jeden Monat. Keine Spur von der Familie. Vielleicht draußen. Nicht, dass der uns jetzt auch wieder verrannt, wa? Die miese Sau. Mann, das ist ja schon... Ey, wer flüchtet da, wa? Wer flüchtet da, wenn deine Familie angegriffen wird? Ich weiß nicht. Wäsche, noch feucht. Ein Überraschungsangriff. Sieht euch das mal rein, alleine. Das sieht doch so geil aus. Ja, wie gesagt, hier, die Texturen und so, die sind jetzt nicht so nice. Aber das hat eher so diesen Pastell-Look, so, weißt du, so dieses Farben vor. Übrigens, Freunde, ich wollte mal, ich habe das die letzten Folgen immer wieder vergessen, aber mal die Frage an euch. Wer ist für euch eigentlich der coolste Schwertträger? Wen findet ihr in Videospielen, in Filmen, in Animes, in Serien und so? Wen findet ihr am geilsten? Der so wirklich für sein Schwert oder mit seinem Schwert so verbunden ist, ja? So wie ein Zorro aus One Piece oder wie ein Zorro aus Zorro. Oder, keine Ahnung, Raiden aus Metal Gear Solid, ja? Oder Metal Gear Rising. Raiden ist auch eine miese Kampfsau gewesen im Game. Ja, schreib's gerne mal rein. Das interessiert mich sehr. Ich glaube, wahrscheinlich wäre es bei mir wirklich Raiden. Aus Metal Gear ist mega krass, der Typ, wie der da abgeht. Zorro natürlich aus One Piece, safe. Und, Leichen wurden geschleppt, ins Wasser geworfen. Wer denn noch? Trunks, vielleicht? Trunks aus Dragon Ball? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Junge. Alter Schwede. Oh, okay, es gibt eine Trophäe dafür. Alter Schwede. Das muss ich kurz mal fotografieren, ne? Das sieht ja abartig geil aus. Kurz mal für Instagram. Für die Instagrammer. Einfach so mitten im Live-Let's Play. Scheiß drauf. Yo, jemand böllert. Was geht ab? Würde ich jetzt auch genau machen, so. Mitte Juli würde ich auch erstmal mit den Silvesterknallern böllern. Was geht ab, Junge? Das ist halt so, wenn man im Ghetto lebt. Wenn ich jetzt nicht in der Aufnahme wäre, Live-Let's Play, würde ich mich natürlich direkt auf den Boden werfen, weil man weiß ja nie, ob da jemand durch das Fenster shootet. Ey, sorry, Freunde, ich laber so viel Scheiß. Es geht hier um die Frau und das Kind, das tut mir leid. So, kommen wir mal ein bisschen wieder zurück zum Spiel. Also hier sind die Blutspuren, hier sind noch mehr. Sehr viel Blut. Hier wurde jemand getötet. Aber wo ist die Leiche? Hier, das ist die Frau. Ein Spielzeug. Seine Familie hat nicht überlebt. Er sollte es erfahren. Auch das Kind? Echt jetzt? Haben die sich einfach nur nicht getraut, die Kinderleiche zu zeigen? Das kann natürlich sein, oder? Dass sie sagen, ey, das ist dann doch ein bisschen zu viel. Weil wo ist die Leiche? Wo ist die Kinderleiche? Also nicht, dass ich jetzt scharf drauf bin, die zu sehen, aber vielleicht hat sie ja doch irgendwie überlebt oder so. Mein Herr, habt ihr sie gefunden? Eure Familie wurde getötet. Tut mir leid. Warum habt ihr nichts getan?
Ich floh. Wie ein Feigling. Ich sollte auch tot sein. Ihr tragt keine Schuld. Lasst ihren Tod nicht umsonst sein. Bekämpft die Eindringlinge. Helft den Bedürftigen. Ja, mein Herr. Ist schon ganz knackig gemacht, die kleine Nebenmission hier, wa? Außer, dass es jetzt hier keine richtigen Cutscenes gibt. Es ist doch trotzdem in Ordnung, kann man auf jeden Fall mal mitnehmen, solche Missionen. Ich meine, wenn ich jetzt mich direkt... Labert da irgendjemand? Wenn ich mich jetzt direkt straight nur an die Mission gehalten, wären wir da in 5 Minuten durch gewesen, deswegen... Schon in Ordnung, kann man mitnehmen. So, mystische Geschichten sind jetzt verfügbar. Suche Musikanten auf, um Geschichten über legendäre Techniken und in Vergessenheit geratene Schätze zu hören. Ja, bin ich auf dem Weg. Machen wir es gleich. Machen wir gleich. Nur noch mal ganz kurz abchecken hier. Talisman, haben wir wirklich einen bekommen? Ja. Auch nicht schlecht. Ja? Plus 7,5% Gesundheit, wenn du dich heilst. Ich meine, wir haben ja sowieso noch Platz. Dementsprechend ist alles geil, was wir finden. So. In die Richtung. Ja, ja, dann ist das Kind wohl doch tot. Haben sie sich wahrscheinlich wirklich nicht getraut, die Leiche zu zeigen, aber bei dieser unbarmherzigen Welt und so... Es gehört dazu, Freunde, es gehört dazu. Guck mal hier, hier sind ja noch mehr Tote. Einfach alle abgemetzelt, ne? Oh, der Vogel wieder? Wo bringst du mich hin? Wir müssen auf jeden Fall nochmal so einen Fuchsbau abchecken, ne? Bringt er mich zu den Musikanten? Ja, gut. Ey, das habe ich eh schon markiert. Danke. Beschütze mich. Für gar nichts. Leichen. Wer hat diese Menschen getötet? Ein furchterregender Krieger. Er verlangte, dass ich ihm die Geschichte von Shigenoris Himmelschlag erzähle. Als er die gesuchten Antworten nicht bekam, wurde er zornig und tötete sie. Was wollte er wissen? Ich bin nicht sicher, mein Herr. Erzählt mir die Geschichte. Ich muss wissen, was er sucht. Als Tsushima erstmals besiedelt wurde, fegte ein seltsames, schreckliches Gewitter über die Insel. Wo immer der Blitz einschlug, erschienen wilde Blitzkreaturen. Diese Bestien rasten durch Dörfer, brachten Tod und Zerstörung und waren so schnell, dass niemand sie aufhalten konnte. Die Menschen kannten nur einen Mann, der es mit den Blitzbestien aufnehmen konnte. Shigenori, der schnellste Schwertkämpfer von ganz Tsushima. Shigenori war bislang unbesiegt. In jahrelangem Training hatte er den Himmelsschlag entwickelt. Einen so schnellen Angriff, dass kein Auge ihm folgen konnte. Shigenori lockte die Kreaturen zu einem verlassenen Strand in Komatsu, wo der Sand sie langsamer machen würde. Ihr Duell machte den Sand zu Asche und bleichte die Blätter der Bäume weiß. Shigenoris Himmelsschlag streckte sie schneller nieder, als sie sich bewegen konnten. Als die letzte Bestie fiel, klarte der Sturm auf und Tsushima war wieder sicher. Shigenori begann ein zurückgezogenes Leben. Nur wenige Schüler fanden ihn. Und nur die tapfersten und begabtesten erwiesen sich als würdig, den Himmelschlag zu erlernen. Wenn ein Sturm aufzieht, legt ein Schüler, der die Stelle kennt, ein Schwert auf Shigenoris Ruhestätte, um Angriffe von den Bestien der Natur fernzuhalten. Der Mörder möchte Shigenoris Himmelschlag lernen. Er kann in den falschen Händen gefährlich sein. Wo ist er hin? Eine Frau floh zu einer Brücke in der Nähe. Er verfolgte sie. Er wird für seine Taten hier büßen. Das ist doch schön erzählt. Also wie gesagt, dieser Zeichen-Pastell-Look, so, oder ich weiß jetzt nicht genau, wie diese Kunst heißt, wo sie ja auch immer diese Schriftzeichen
So mit diesem riesen großen Pinsel da drauf malen. So diesen Pinsel-Look. Das ist schon ganz geil gemacht. Aber ist dieser Himmelsschlag, diese Haltung, wo sie das Katana so über dem Kopf halten mit beiden Händen? Ist das der Himmelsschlag vielleicht? Die Brücke, die der Musikant erwähnte. Alter. Oh, da gibt es jetzt das Duell. Duell der Giganten, ey. Da weint jemand. Wo? Oh. Mein Herr, so viele. Niedergestochen. Habt ihr den Mörder gesehen? Ich weiß, wer er ist. Yasuhira Koga. Ich kenne den Namen. Er kämpfte für den Yarikawa-Clan. Würdet ihr ihn wiedererkennen? Dieses grinsende Gesicht werde ich nie vergessen. Kommt mit. Vielleicht finde ich auf der anderen Seite der Brücke seine Spur. Ja, das ist schon jetzt so, jeder macht sein eigenes Ding, war in dem Chaos. Zeigen sich die wahren Gesichter der Leute. Hufspuren. Yasushira hatte es eilig. Was wisst ihr noch über Yasuhira Koga? Nur, dass er vor Jahren ein Gefolgsmann des Yarikawa-Clans war. Das haben wir nach aber der gescheiterten Rebellion wurde der Clan aufgelöst und die Gefolgschaft entlassen. Gerüchten zufolge verließ er Tsushima, doch kam zurück, als die Mongolen angriffen. Ich bin nicht sicher, woher. Das spielt keine Rolle. Nach seinen jüngsten Taten darf er nicht weiterleben. Ah, hier sind die Spuren. Einfach weitergelatscht. Ich muss ehrlich sagen, die deutsche Synchro ist richtig gut gemacht, wa? Wir werden auf jeden Fall nochmal die japanische abchecken. In irgendeiner Folge, vielleicht so eine Spezialfolge oder sowas. Japanese Style nenne ich sie dann. Aber die deutsche Synchro ist richtig gut. Auch hier Jin ist der Sprecher, der ist schön unverbohrt. Ich weiß, ich habe den jetzt nicht irgendwo anders präsent. Eher die Stimmen drumherum. Auch von den Banditenlager, wo der Sorgen, der Mönch war. Da hatten wir auch diese typische tiefe Stimme, wo ich ja jedes Mal sage, dass er eine übelste Weiber-Aufreißer-Stimme hat, so tief wie die ist. Wen hatten wir gesprochen? Kratos zum Beispiel, ja. Die kennt man halt. Die kennt man von Kratos, die kennt man von Wolfenstein, wo er BJ Blazkowicz spricht, da glaube ich auch. Das häuft sich schon in den letzten Jahren. Wir haben sehr gute Sprecher, finde ich, im deutschen Bereich. Wir haben sehr, sehr gute Sprecher. Können uns ja auf jeden Fall in den meisten Fällen zumindest nicht beschweren. Aber man wiederholt da vorne, sich schon. Sie richten eine Straßensperre. Sehr häufig, finde ich. Also. Gerade so in den Hauptfiguren wiederholt sich das jetzt öfters irgendwie. Ne? Mein BJ Blazkowicz und Kratos sprechen. Oder verwechsel ich den jetzt? Ich glaube aber, das ist der gleiche Synchronsprecher. Es sind schon zwei große Reihen, so, wenn er das spricht, kommt aber schon. Obwohl ich den nicht abstreiten will, und den nix. Ich gönn den das, Alter. Gönnt euch die Aufträge, wa? Mongolen, versteckt euch. Aber es wäre natürlich ganz geil, ein bisschen mehr Varianz noch zu haben. Gerade so in den großen Rollen, finde ich. Finde ich persönlich. Ich höre mir nämlich gerne die deutsche Synchro an, weil es auch für mich im Let's Play auch ein bisschen entspannter ist. Sorbulas, Junge! Was ist los mit dir, du Hampelmann? Oh. Komm! Mach. Dein eigener Mann, Junge. Ist das nicht geil? Ist geil, oder? Der da hinten fegt immer noch die Scheiße auf. Guck euch das an da hinten. Das juckt ihn gar nicht. Den juckt es gar nicht. Der nimmt seinen Job so ernst. Jetzt kommt ihr raus, oder? Jetzt kommt ihr raus. Habt ihr gesehen, wer der Boss ist, oder? Ihr habt's gesehen.
das überhaupt immer? Ne, hier ist ja gar nichts drin. Egal, wir machen es trotzdem auf. Schön. Schön locker flockig im Vorbeigehen, weißt du? Schön die Sachen einsammeln. So, bevor wir mit dir labern, kurz hier meinen verdienten Loot holen. Denn ich träume von ganz krasser Ausrüstung. Oh, weg, 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 weg. Aber wie es den einen Dorfbewohner einfach wirklich gar nicht gejuckt hat. Ich hab damit nichts zu tun. Ich kehre hier weiter die Scheiße zusammen. Ich mach nur meinen Job. Ja, die Kuna ist stimmt, die könnte ich auch vielleicht mal öfters einsetzen, aber ich brauche sie aktuell halt noch nicht. So wirklich. Ich kann Yasuhira Koga nirgends sehen. Wir verfolgen einen Mann namens Yasuhira Koga. Er ist soeben fort. Er hat sich im Wachturm aufgehalten. Er arbeitet mit Mongolen? Ja. Letzte Nacht haben sie gestritten. Ich konnte nur ein Wort ausmachen. Shigenori. Ich durchsuche den Wachturm. Sucht euch ein Versteck, bevor mehr Mongolen kommen. Das haben wir doch gerade eben gemacht. Na gut. Irgendwie muss ich bei dem Symbol hier ein bisschen an Star Wars denken, Alter. An das, Was hat Yasuhira getrieben? Wie heißt es nochmal? Das eine Symbol da halt von der... von dem Widerstand? Ja, ich verwechsel die Symbole immer. Ihr wisst schon, was ich meine. Vielleicht auch nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich suche den Wachturm. Vielleicht hier auf dieser Ebene? Ach so, hier unten. Ja, senke das. Naja. Weiße Blätter. Wie die vom Blitz gebleichten in der Geschichte. Die Mongolen haben ihre eigene Version von Shigenoris Geschichte. Vielleicht wollte er sie mit der des Musikanten vergleichen. Ein Duellring. Er sucht danach. Yasuhira sucht nach jemandem, der in Shigenoris Himmelsschlag lehren kann. Die weißen Blätter. Es gibt solche Bäume ganz in der Nähe. Dann ist er dort. Ihr habt genug geholfen. Bringt euch bei den anderen in Sicherheit. Danke, mein Herr. Ich hoffe, ihr bestraft dieses Monster. Na klar. Ich muss weißblättrige Bäume finden. So, komm mal her hier. Karge. Aus dem Weg, Leute. Hier oben wahrscheinlich, oder? Pflaumenblütenschrein. Ist das hier oben? Da wird das Feuer hier angemacht, oder ist es einfach so ein normaler Schrein, den wir wieder erkunden können? Wow, wow, wow. Oh mein Gott, war das echt so hoch? Das geht eigentlich, ja. Für so einen Trainierten, ja, das ist jetzt nicht so krass gewesen. Halt dich doch fest! Ich weiß nicht, ist da oben jetzt die Duell-Arena? Oder ist es jetzt einfach nur ein Schwein? Kann auch sein, dass er das hier gelegt hat, das Feuer, oder? Die dumme Sau. Da oben ist doch der Baum, ja. Hier kommt zum Duell. Das ist. Ja, wirklich, wie gesagt, das Design, die Optik und so. Hey, Vogel, was geht ab? Ist hier irgendwas? Es ist einfach beides.
Es ist die Mission und der Schrein. Warum sind denn da so Felsvorsprünge? Müssen wir da hochklettern da rechts? Oder gibt's da unten ein geiles Geheimnis? Ein neues Schwert oder so. Kagutsuchi. Talisman des Feuerkamuis. Oder was stand da? Ausrüstung. Einen Platz haben wir ja noch. Wieso können wir denn nur zwei? Haben wir den nicht bekommen? Stand da nicht, dass wir einen bekommen haben? Was haben wir bekommen? So. So. Hüp. Hüp. Yasuhira muss hier Blätter gesammelt haben. Hier unten ist der Wald. Da ist sie. Weiße Blätter. Wie die vom Blitz gebleichten in der Geschichte. Irgendwie habe ich nur gewartet, dass bei dieser Blitz-Wolf-Story da irgendwie Killer Bee und der Raikage einfach kommen. Tag-Team-Action aus Naruto, die beiden. Ich weiß nicht, ich muss auf jeden Fall an die beiden denken, in dem Moment. Ja, auch das könnte schon wieder direkt ein Screenshot sein hier. Das ist eigentlich so simpel, die machen einfach die Bäume weiß. Das ist es schon. Eigentlich ist es das schon gewesen. Die machen einfach die Bäume anstatt grün, weiß. Und schon sieht es irgendwie geil aus. Mal cool. Einfach cool. So, das machen wir natürlich jetzt noch. Die alte machen wir jetzt nochmal eben platt. Was ist denn jetzt? Was sind das für Schreie? Weiter hier laufen? Okay. Hört auf! Ich habe ihm schon alles gesagt! Da wird jemand gefoltert. Trifft es? Jawohl. Sorbulas Action halt. Ich bin einfach der Geilste. Sorbulas Sniper-Killer, Sniper-Waffen gibt's ja hier nicht. Deswegen müssen wir Sorbulas hier nehmen, wa? Hört auf! Ich habe ihm schon alles gesagt! Bam! Bam! Wird so geil, wenn wir die Kombo können wir bestimmt noch irgendwann verlängern, ey. Komm her, komm her. Alter, was hast du für eine Frise, Alter? Was hast du für eine Frisur? Dafür müsst du schon bestraft werden hier, ey. Hört auf! Ich habe ihm schon alles gesagt! Nein, ich will mein Loot haben. Vorsicht, Schurken da. Mach dir Schwerter. Sie sind noch hier. Ich will mein Loot haben. Ach, Munition voll, okay. Ich rühre mich nicht. Die Gegner sind noch in der Nähe. Ach, da sind noch ein paar. Okay, gut, Freunde. Ja gut, dann machen wir das beim nächsten Mal. Dann machen wir beim nächsten Mal die beiden noch platt. Und den Rest, und dann machen wir die Mission. Ja, und dann kommst du wahrscheinlich doch später erst zum Duell. Folge ist doch schon wieder lang genug. So, ja. Wir werden kommentieren nicht vergessen, Freunde. Videobeschreibung abchecken und beim nächsten Mal dabei sein. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Tschüss.